Hallo liebe Sailor-Krieger und Disney-Prinzessin da draußen. Es geht weiter mit den Disney-Prinzessin Lux und zwar in Zusammenhang, aber ohne Kooperation mit dieser wunderschönen Palette. Heute ist es einmal Belle von Die Schöne und das Biest hier mit dieser Catrice-Palette. Ja, es gab auch schon andere Looks. Ich habe Jasmin schon geschminkt mit der Cat Essence Palette und Ariel hat die liebe Chiquitas Place, also Nicole, geschminkt und Pocahontas gab es auch schon und Mulan. Also schaut gerne unten in die Infobox, da sind die anderen Videos verlinkt und dann würde ich sagen, ja, ich bin ja nicht so multitaskingfähig, also ich werde euch wieder schöne Musik raussuchen. Und dann würde ich sagen, geht es los. Viel Spaß! Das ist der fertige Look. Mir fällt aber ein, wie fandet ihr eigentlich die Neuverfilmung von Beauty and the Beast? Ich muss ja sagen, ich fand, wie heißt die Schauspielerin nochmal? Na, die halt die Schöne und das Beast Emma Watson. Ich fand das irgendwie so ein bisschen, man verbindet einfach zu viel Harry Potter und Hermine Granger mit ihr. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich glaube, ich hätte mir eher jemanden gewünscht, der nicht so bekannt ist oder mit einer riesen anderen Rolle verknüpft ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie da eure Meinung ist. Ja, ansonsten fand ich den ganz okay, aber es gab bessere Verfilmungen, wie zum Beispiel Aladdin oder so. Ja, aber das ist der Look. Keine Wimpern, denn es waren keine Wimpern im Set. Ich habe die Mascara benutzt und ihr müsst mich jetzt mit meinen kurzen Wimpern nehmen. Ja, dann bleibt jetzt noch ein Look über. Schaut, wie gesagt, gerne in die anderen. Und am Wochenende geht es dann weiter mit meinem regulärem Content. Mensch, was wollte ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ja, dann würde ich sagen, Knutscher gehen raus. Bis zum nächsten Video.